Okay, Freunde, finde Gordon und arbeite mit ihm zusammen, um Scarecrow auszuschalten. Ich bin der Renton, Hol mich heraus, Batman. Wir müssen zu Scarecrow. Ja, ich bin Batman Arkham Knight weiter. Ich vermute, lang geht's nicht mehr. Vermute ich ganz stark. Einen Erfahrungspunkt bringt nicht so viel. Befreien wir mal den guten Gordon. Wir müssen aufs Dach gelangen. Scarecrow ist da oben. Was ist passiert? Ich habe Crane verfolgt und wurde geschnappt. Jim, das mit Barbara tut mir leid. Muss es nicht. Bringen wir das hier zu Ende. Ich hätte ihn aufhalten sollen. Jim, Vorsicht! Oha, gleich zu Beginn gibt's auf die Fresse. Fuck, Mann! Fuck, Mann! Alter, 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 Alter! Da merkt man, dass ich knapp 1,5 Wochen gar nicht mehr gespielt habe. What the fuck, ey, ich krieg gar nichts mehr hin, gell? Hopp, jetzt renn doch mal hin, Mann. So, jetzt aber. Bam, 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 die Treppluft, jawohl. Hat der Biss geguckt? Alter Vater. Oh, Mann. Das war der böse Batman. Okay, Jim. Ging mir schon schlechter. Jim, ich wollte nur sagen, mit Barbara zu arbeiten, war eine Ehre. Nicht. Auch wenn du gewusst hättest, was sie tut, sie war nicht aufzuhalten. Stur wie ihr alter Herr. Tapfer. In diesem Job erlebt man so viel Schmerz, so viel Leid. Aber nie werde ich die Zeugenaussage des 8-jährigen Jungen vergessen, der gerade den Mord an seinen Eltern miterlebte. Du warst freundlich, Jim. Ach, ich dachte, ich kriege vielleicht nie wieder die Gelegenheit dazu. Es tut mir leid. Du musst dich nicht... Wir erinnern uns, Bruce. Wir würden alles für unsere Nächsten tun. Sehr hartes Spiel, ganz ehrlich. Also... Komm schon. So, ab geht's. Jetzt hauen wir auf die Scheiße. Auf die Knie, Crane. Sofort. Du hast es also geschafft. Ich gebe zu, ich hatte Zweifel, dass es dir wirklich gelingt. Ich sag's nicht noch einmal. Und ich spreche nicht mit dir. Es ist Zeit. Zeit wofür? Jim. Tut mir leid. Es ging nicht anders. Her mit meiner Tochter. Dad! Barbara. Alles in Ordnung? Bist du verletzt? Was machst du da? Ruf den Transporter. Wir verschwinden. Ja, Sir. Es ist an der Zeit, dass die Menschen von Gotham erkennen, wer ihr Retter wirklich ist. Ein Mann. Nur ein Mann. Hoffnungslos. Verraten von seinen Freunden. Vor Angst gelähmt. Lass sie gehen. Ihr beide habt noch eure Rollen zu spielen. Wir hatten eine Abmachung. Nachdem ich ihre größte Angst erkannt hatte, waren sie leicht zu kontrollieren. Sie geben sich selbst die Schuld für ihren Zustand. Sie müssen sie beschützen. Doch tief verborgen liegt die Gewissheit, eines Tages zu scheitern. Dank dieser Angst gehören sie mir.
Überlegen Sie Ihren nächsten Schritt sehr gut, Commissioner. Ihr Leben hängt davon ab. Dad! Nein! Dachten Sie, ich will seinen Tod? Dachten Sie, das würde Ihre Tochter retten? Wissen Sie, was geschieht, wenn man sich weigert, sich von seinen Ängsten kontrollieren zu lassen? Sie werden wahr. Nein, nimm mich, bitte. Sie willst du doch gar nicht. Nimm mich! Du machst mir keine Angst. Angst ist nur natürlich. Bist du verletzt? Ich dachte, du bist tot. Jim wusste, was er tat. Da! Wo bringen Sie ihn hin? Wo ist das Batmobil? Zerstört. Was? Keine Sorge. Lucius hat einen Ersatz. Es war so klar, dass Batman kommt. Als ob der von einem Schuss stirbt. Mit dem scheiß Anzug. Nie im Leben. Ey, also wer das nicht gecheckt hat. Junge. Oh, jetzt geht's wieder ab. Bam, 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 bam. Gerade verwirrt. Bam! Er hat eine Twin Retter abgeschossen. Wow, wow, wow. Unter Beschuss. Gerade eben habe ich viel zu langsam reagiert. Reichweite der Fernsteuerung. Ey, am Arsch. Mama getroffen. Woo. Hopp. Fuck you. Oh Gott. Ah. Twin Raptor zerstört. Ja komm, mach mal Drohnenhack. Whatever. Wow, 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 wow. Primärziel hat eine Drohne erwischt. Ich komm dich holen. Bestätigt, endliche Treffer, komm. Gott sei Dank, ey, ich wär jetzt fast verreckt. Ich bin froh, dass es ein Ersatzbettmobil gibt, aber es ist nicht so geil wie das normale. Das ist klar, oder? Hallo, ich bin hier. Scarecrow wird ihn töten, oder? Nicht, wenn er durch ihn zu mir kommen kann. Oh, wie ritterlich. Erinnerst du dich, wie du mich so getragen hast? Ich nicht. Ich war tot. Du kannst vom Revier aus arbeiten. Wir finden deinen Vater. Alles klar. Barbara, Scarecrow hat mich manipuliert. Ich sah dich sterben. Das war das Gas, Bruce. Mach dir keine Sorgen um uns. Du bist nicht verantwortlich. Wir kämpfen mit dir, nicht für dich, okay? Gut, dass du wieder da bist. Es war mir klar, dass die nicht tot ist. Ich habe Barbara gefunden. Bring sie zu dem Zelt. Sie lebt. Gott sei Dank. Was ist mit Gordon? Scarecrow hat ihn gefangen genommen. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wir werden ihn befreien, Cash. Was denn? Mach das platt! Bist du?
So, hopp, schneller, 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 auf zum Ziel. Holy fuck. Meine Fresse, ich krieg keine Kurven mehr hin, gell? Wo ist Tim? Ist er okay? Er ist noch im Filmstudio. Es geht ihm gut. Barbara, schön dich zu sehen. Hallo Aaron. Ist eine Weile her. Barbara unterstützt uns von hier aus. Wie du meinst. Sie arbeitet jetzt für dich? Teufel, was sag ich denn da? Tun wir doch alle, oder? Ihr habt's erfasst. Wer ist der Boss? Batman ist der Boss. Okay, mal sehen. Zuerst stellen wir eine Verbindung zum Uhrenturm her. Die brauchen echt neue Computer. Okay, sind drin. Mist, Scarecrow's Männer sind schon da. Die wollen den Serverraum ausschalten. Kopier die Daten vom Zentralrechner. Geht nicht. Die Miliz blockiert unseren Zugang. Die Verbindung ist weg. Wir brauchen die Daten. Nur so finden wir meinen Dad. Ich kümmere mich drum. Du kannst da nicht hin. Sie warten schon auf dich. Das hoffe ich doch. All die Jahre. Und ich habe immer noch eine Schwäche für die kleine Barbara Gordon. Zum Glück sitzt meine nicht genau zwischen den Brustwirbeln. What the fuck, Mann, Joker? Was geht denn mit dir, Junge? Wie komme ich nochmal raus? Ich glaube hier, genau. Dann wieder durch die ganzen Zellen oder an den ganzen Zellen vorbei. Direkt raus. Komm schon, hopp. Mach sie fertig, Batman. Natürlich, ey, ich mach sie fertig. Und wie ich sie fertig mache, ey. Tut uns leid, Batman. Wir haben nichts angerührt. Haben die Fotos am Batmobil gemacht? Ey, guck mal, ich und das Batmobil. Mongo, guck. Sind wir cool. Idioten. Ah, schön. Deshalb braucht ihr Batman. Das ist der Grund, warum Batman immer wieder gebraucht wird. Weil die Cops nur Selfies machen vom Batmobil. Traurige Welt. Fuck. Wachgeschütze sind online. Der kommt nicht mal in die Nähe dieses Ortes. Wo muss ich überhaupt hin? Der Uhrenturm ist eine seiner Basen. Früher oder später kommt er hier vorbei. Nicht, wenn er nicht sterben möchte. Ich muss jetzt gerade mal erstmal. Ah, da ist der Turm schon. Hab mich schon gewundert, ey. Okay, so wie es aussieht, müssen wir unten rein. Wir sind ja Schnieschnarschneiber. Genau, den hol ich. Komm. Bam! Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Szene in Arkham City erinnern könnt. Wo am Schluss alles voll steht mit diesen Snipern. Ey, das war die Hölle. Gell, das war. Ach Gott, hab ich's gehasst. Guck mal, komm mal hier nicht rein. Doch. Ich sollte zuerst das Gebiet sichern. Oh, war ja klar. Da ist der nächste. Frage ist, ob ich das Teil hier erstmal hacken sollte. Guck mal nach. Distanz-Hacking-Gerät. Ich häng! What the fuck? Wo ist der nächste? Ach Gott, da ist ja alles voll. Ach du Scheiße. Holy fuck. Dann guck ich mal, ob ich den Unterbrecher hier irgendwo einsetzen kann. Okay. Scheiße, die Drohne stimmt, die sollte ich nochmal hacken.
Komm her, Drohne. Komm. Fuck it. Fuck, da ist noch einer. Das sind mehrere. Oh nein, ich hab's verkackt. Nicht schon wieder. Oh Mann. Als ob man gegen einen Ninja kämpft. Als ob man gegen einen Geist kämpft. Super. Steuerungscodes habe ich heruntergeladen. Jetzt können wir mal schauen, was ich mit dem Teil hier alles Schönes anstellen kann. Zum Beispiel das. Euch an euer Bettlaken klammern und wie kleine Kinder weinen. So, jetzt abhauen. Genau, hau ab. Keiner entkommt mir, gut erkannt. Den Minigun-Typ versuche ich übrigens als letztes zu killen. Ich vermute fast, das wäre das Schlauste. Ich würde gerne auf so ein Gargoyle, ja, danke. Das ist als nicht verkehrt. So, hier rennt einer. Ich hab noch zwei Schuss. Wir müssen uns um uns selbst kümmern. Stell dein Nachtgeschütz auf. So, zwei weitere. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Müsste ich mal schauen, wo der Rest vom Schützenfest ist. Wie sie vor Angst zittern vor der Hier sind Türme. Die aus der Nacht kommt. Genauso gefällt dir deine. Aber ich glaube nicht, dass ich die ausschalten muss unbedingt. Nutzen die Angst, dunkler Ritter. Da ist er. Aber nur einer von uns. Ich sehe keinen weiteren Gegner, deswegen werde ich mir den jetzt mal langsam schnappen. Bats, du Spasti. Zu was du sie degradiert hast. Boah. Heulenden Babys, bloßgestellt durch deine Angriffe. Genau das gleiche werde ich mit dir anstellen, dunkler Ritter. So geil, wir... Bevor die Nacht zu Ende ist, werde ich alle Schichten Batmans abtragen. Geil, wir können jetzt rein. Wir haben es geschafft. Leute, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao.